So, was sagt denn Discord zu E? Extinction Rebellion, Elephants and Snakes and Crocodiles, Thing is not alright. Was sind das denn für Dinger? Extinction Rebellion, ich kenne das nicht. 161. Oh, war das geil? Von Amen 88. Wie viele Exits hatten die Bums? 10, scheinbar. Ich sehe es ja da immer. Hatte ich diesen Hack schon gespielt? Also hatte ich schon hier. Ja. Big Shoutouts zu Kai, so geht das. Ach, das hier ist es. Ich erinnere mich. Mega geiler Hack. Automatisch. Hier ist übrigens, für die, die aufgepasst haben. Kann man das sehen? Ja, kann man nicht. Da ist nämlich so ein kleines Bilderchen-Ding. Echt, Anja, schon? Danke für wie die 62 weggeht. Episoden Kai, so geht das. Und da hat der Matthias drauf unterschrieben. Das fand ich sehr nett damals. Fand ich sehr schön. Besser Hack? Ja, 100%. Easy Beginning. Nein, morgen früh um 8. Fly so high. Würde mich wundern. Ja, gestern war kein Pokémon der Stream. Oh, musste aussetzen. Wegen. Aber ich habe es ja auch ins Discord gepostet. Handwerker waren hier bis 17 Uhr. Also vorher hätte ich gar nicht starten können. Ne, gestern. Also, es waren noch mehrere Sachen. Toi, toi, toi. Wir sind gerade an dem Punkt, wo alles erledigt ist in der Wohnung. Außer die Terrasse natürlich. Aber alle Kleinigkeiten in der Wohnung sind heute beseitigt worden und das Kabel ist jetzt durch die Wand gelegt. Alles Gute zum und soll ich euch sagen, wie lang das Kabel ist? Das macht mir schon wieder fast Sorgen. Was glaubt ihr, wie lang ist das Kabel, die Verbindung von dem Telekom, also von dem Kasten unten, bis in meine Wohnung? Also bis in meine Dose. Wie lang ist das Kabel? Ich weiß es ganz genau und ich finde es ein bisschen gruselig. Nein, ich sag's einfach. Es sind 257 Meter. Übrigens, Glasfaser, es ist kein Glasfaserkabel, nein. Aber Glasfaser kommt in 6 Wochen oder so. Also, ich kann das ja mal erklären. Also, ihr wusstet ja jetzt, in den letzten Tagen hatte ich ja ein niegelnagelneues Kabel. Das ging aus dem Kasten im Keller straight up Dach hoch, übers Dach, durchs Badezimmerfenster. Das war auf, durch den Flur, durch diesen Raum. Deswegen gingen die Türen nicht mehr zu. In den Router. Also es gab nichts dazwischen. Ein Kabel aus dem Kasten direkt hier rein. Und jetzt? Und das hat das Problem behoben. Das heißt, entweder das alte Kabel war scheiße, was sehr danach aussah, weil das Kabel war zerfleddert. Komplett zerfleddert. Das wurde ausgetauscht und das ist jetzt nicht verlegt worden, das neue Kabel, sondern das ist natürlich vom Dach in die Hauswand, also die haben ins Haus gebohrt, in die Kanäle hier verlegt worden und das wurde hier kurz bevor es in die Dose geht, damit man hier nicht die ganze Wand aufreißen muss, um in die Dose zu kommen, wurde das an das alte Kabel, wurden die beiden Kabel verbunden, sozusagen. Wie sagt man? Das kann man bei LAN-Kabeln ja easy machen. Das heißt, das alte Kabel ist jetzt immer noch ein Stück drin, nämlich ungefähr, keine Ahnung, 10 Meter oder so. Und wenn das Problem da liegt, in dem letzten Teil, dann ist das problematisch. Versteht man das? Thank you.
Vorher war das Problem ja. Das Internet ist immer mal wieder ausgegangen. Ich würde sagen, so zweimal am Tag. Das heißt, ich kann das jetzt auch schlecht testen, weil bis jetzt lief es gut. Mit dem neuen Kabel hatte ich 3 Wochen am Stück keinen Internetaussetzer. Also es war ganz klar, es liegt am Kabel. Ah, ich Idiot. Also Fritzbox sagt, Internet ist da seit 11.50 Uhr. Das wäre vorher schon ungewöhnlich lange gewesen, vor dem Austausch des Kabels. Easy. Oh. Auch wenn es nur Download gab, ja. Also war nicht verbunden, die Probleme waren nicht verbunden mit Upload. Aber dafür ist jetzt alles richtig schön. Wenn es klappt, ist es halt genauso, wie es sein sollte. So wie es der Plan war, als wir eingezogen sind. Nämlich ordentlich. Ordentliche Dosen in der Wand versetzt, gesetzt, die überall das gleiche Internet liefern. Das war bislang einfach nicht so. Ah, den brauche ich noch. Gute Frage. Meine Verpflegung, ich war heute unter anderem einkaufen. Ich habe viel Scheiße gekauft. Also ich werde mir auch so Mikrowellenkacke und so, ist ja klar, ne? Gehört ja dazu. Besten Dank an den Randosit-Giftmischer für die Rhesus. Die. Besten Dank für die Randos. Moment. Den Random Seed Giftmischer für die Races. Ja, das ist echt brutal. Kein einziger Energy im Haus gerade. Boah, das ist schon aber hier hart. Boah, alter Dingo, bist du ekelhaft. Sandwich Toast Brät. Ich hasse den. Ja, aber ein Sandwich-Toast in den nächsten Tagen ist eigentlich Pflicht, ne? Morgens, wenn man irgendwie Heißhunger hat auf was Süßes, obwohl da habe ich ja meinen Kakao. Ansonsten natürlich dann schön Sandwich-Toast mit Nutella drauf. Ich habe so Mini-Kit-Cuts, habe ich heute mitgenommen aus dem Rewe für die nächsten Tage. Da habe ich mich aber schon geärgert, weil die habe ich geöffnet und unter anderem, also da sind so andere Editionen drin. Unter anderem Salty Caramel und das war so eklig, dass ich es fast ausgespuckt habe. Tiger Claw, spiel einfach. Da brauchst du nichts von den anderen Teilen. Also die haben, wirst du da nicht wiederfinden. Du meinst jetzt Breath of the Wild und Tears of the Kingdom willst du spielen? Das ist völlig fein. Majora's Mask ist ganz nett, weil du kannst ja auch Majora's Mask finden in Breath of the Wild. Aber das brauchst du überhaupt nicht dafür. Ach, welche lohnen sich? Da habe ich es falsch verstanden. Moment. Denkst du, passt? Minished Cap und Majora's Mask. Wo setzt man an? Oh! Street Fighter Stimmung. Aufstiegsspiel Hamburg. Sind die nicht in der ersten Liga? Seit 5 Jahren in der zweiten Liga. Echt? Also ich habe die damals... Ich bin mir sicher, ich habe damals dieses... Die haben doch diese blaue Raute, ne? Dieses blau-weiß
schwarze Logo, diese Raute oder so. Keine Ahnung. Ich meine, das hatte ich damals als Glitzersticker im Panini-Heft. Und ich hatte doch nicht das zweitligisten Panini-Heft. Ich dachte, das ist ein Troll. Ich dachte, der ist solid, der Block. Echt, wer spielt noch um den Aufstieg aus der zweiten Liga? Also ich habe echt gar keine Ahnung von Fußball. Wer könnte noch aufsteigen? Warte mal, Schalke? Ihr sagt mir jetzt aber nicht, Schalke ist in der zweiten Liga, oder? Was? Ich habe ja gar keine Ahnung von Fußball. LOL. Okay, das ist ja mega krass. Ja, also okay, aber dann spielen die ja jetzt nicht um den Aufstieg, oder? Darmstadt und Heidenheim, ihr verarscht mich doch. Das habe ich noch nie gehört. Das gibt's doch gar nicht. Schalke ist in der zweiten Liga und Darmstadt und Heidenheim in der ersten. Das habe ich sogar mitbekommen mit der Meisterschaft und der Bayern-Geschichte, weil ich währenddessen am Münchner Flughafen war. Und da war die Sau los. Da gab es so einen Bayern-Shop. Und dann haben ganz viele Fluggäste das alles mitverfolgt. Krass. Also Schalke in der zweiten Liga. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich glaube, ihr lügt. Ich werde das nachher erstmal googeln. Ja, schlau, Fransen. Fransen dann endlich erste Legendary und dann kommt das Kind. RIP. Man muss da ein bisschen Prioritäten setzen. Also ein Kind, Fransen, ist nicht so wichtig. Ganz ehrlich. Ein Kind, also es wird ja nicht verhungern. Und das ist das Wichtigste. Und ich würde auch überlegen, wenn das Kind kommt, je nachdem, ob du gerade in einer guten Gruppe bist, wenn der XP-Gain stark ist, würde ich halt auch überlegen, ob du nicht doch einfach zu Hause bleibst. Weil, was machen kannst du eh nicht. Aber wieso macht er denn noch einen dritten Jungen? Ist das nicht Banane? Ja, aber, Franzen, warum denn dann nicht wirklich Mario nennen? Also ich fände Mario so angemessen für alles. Wäre doch wirklich witzig, das Kind Mario zu nennen. Das ist ja jetzt auch nicht komplett absurd, sag ich mal. Ja, Son Goku, das ist absurd. Aber Mario wäre doch wirklich machbar. Hä? Ach, das sind Gegner. LOL. Ich benutze AirTags, ja. Natürlich ist das am Rad möglich. Ja. AirTags, absolute Empfehlung. Ja, ist überall möglich. Muss halt nur irgendwie gut anbringen, dass man es hier nicht zockt. AirTags sind fantastisch. Afraid of Clowns? Geht. Uff. Mein Auge juckt. Oh. Junge, oh. Achso, was sage ich zu Immortals? Achso, ja, stimmt, das konnte ich ja spielen. Ja, also,
Ich habe ja schon drumherum, habe ich ja schon viel erzählt, also das Event war fantastisch. Leider sage ich das, was ich zu den meisten Spielen sage. Also erstmal, das Gameplay urspaßig. Und wie gesagt, ich muss hier gar nichts sagen. Ich sage meine ehrliche Meinung. Sehr, sehr geil. Ein Shooter als Zauberer hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ungefähr so 3-4 Stunden gespielt. Aber was ich leider sagen muss, und das sage ich zu jedem Spiel, Performance Map. Ich weiß nicht, ist das gerade so ein Ding, dass die Spiele alle nur noch 30 Frames haben, maximal? Wenn überhaupt. Also die Performance war echt mau. Und gerade bei so einem schnellen Shooter ist das für mich echt ein Trigger. Ich kann das nicht oft genug sagen. Das ist... Ja, also das ist das, was mich am meisten gestört hat an dem Spiel. Wir hatten das da am PC gespielt und das waren echt krasse Monstermaschinen. Ja, aber ich habe am PC gespielt, aber da waren es auch nicht über 60 FPS. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in dieser Version nicht anders ging. Also das kann auch sein, bevor ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne. Da war man sich nämlich nicht ganz sicher, aber ein Shooter, der so schnell ist wie Doom, muss... Und das Spiel verbreitet echt Doom-Vibes. Also wer Doom mochte, hat damit sehr viel Spaß. Naja, so strong können sie ja nicht sein, wenn sie auch um diesen Platz kämpfen, oder? Hä, nee. Ach, Stuttgart ist aus der ersten Liga. Ey, ich habe gar keine Ahnung. Das ist ja schlimm. Warum muss es dieses Spiel überhaupt noch geben? Verstehe ich gar nicht. Warum sagt man nicht, die letzten drei aus der ersten Liga steigen ab? Und andersrum. Was soll denn dieses Spiel eigentlich noch? Alter. Hoi, hoi, hoi. Hä, das erste Fighter-Paket ist geleakt? Nein, oder? Moment, bitte nicht spoilern. Ah, das war dumm. Wann wurde das denn geleakt? Oh. Richtig so, Franzen. Ach, dann, das meinst du. Okay. Ja. Ich dachte jetzt irgendwie nochmal was. Okay. Wow, ey, das Kind hat nichts zu essen, nichts zu trinken, super hungrig, irgendwie will Spielzeug. Aber Franzen geht lieber in den Grind. Also wenn du dich entscheiden müsstest, Kind oder Diablo, würdest du sagen Diablo. Aber wenn du dich entscheiden müsstest, Final Fantasy 16 oder Kind, was würdest du dann sagen? Macht ja nur Spaß, das ist keine ernst gemeinte Frage. Ich glaube, ich will auch keine ernst gemeinte Antwort bekommen. Aber ist es jetzt eher so, ich frage jetzt einfach, ist es jetzt eher so, dass man sagt, boah, wann kommt das Kind? Ich freue mich so darauf. Oder denkt man jetzt eher so, boah, es muss doch jetzt mal langsam kommen, damit der ganze Scheiß hier Ende ist. Aber ich sehe richtig, ihr kennt das Kind eigentlich noch gar nicht, oder?
Also es könnte auch ein Arsch, also ein Arsch werden oder unsympathisch sein. Ihr kennt das ja noch gar nicht, oder? Ihr wisst nicht, ob es jetzt ein nices Kind ist. Noch nie gesehen. Eieiei. Ja, ich frag doch nur, da spricht der Pädagoge. Ja, aber ist halt doof, ne? Kannst halt vorher nicht wissen, was du da fabrizierst. Ja. Dafür brauche ich aber erstmal eine Terrasse, Fransen. Und ist ja erst ein paar Monate überfällig. Was ist das für ein Sprung hier, Eamon? Warum hast du den so gemacht? Ja, ich baue den nicht selber, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Ja, ich möchte auch keine. Schuja. Ob das jetzt damit zusammenhängt, glaube ich nicht, denn Fransen hat 3. Das hat damit, glaube ich, gar nichts zu tun. Aber aus dem Lord Densenbanger auf einen guten D4-Release für uns alle. Oh ja, Zotti. Auf einen guten Release für uns alle. Das ist gut, das stimmt. Hoffen wir mal das Beste. Frech. Alles zerlegen, bis zu einem gewissen Punkt. Weil Schrott. Moment. Weil alles zerlegen, weil die Materialien, die rauskommen beim Zerlegen, sind wahrscheinlich, verändern sich gar nicht mehr. Also je höher die Waffe ist oder je stärker, das ist egal. Aber der Wert beim Verkaufen wird höher. Genau. Deswegen nichts verkaufen am Anfang. Hast du noch mehr Fragen? Klar, Maka, moin. What the fuck, okay. Ey, Patora, was geht? Mal, was ist das denn hier, Eamon? Was hast du da gebaut? Für eine Hölle. Blizzard Launcher. Redfall wäre auch geil. Lieber eine Runde Redfall. Dingo, bist du dabei? Socker und Kaposten locker auch. Scheiß auf Diablo. Lieber nochmal in Redfall rein, oder? Epic Loot da holen. Ja, aber nur gegen Libellen und Fliegen. Oder was das war. Irgendwas Fliegendes. Ich glaube, das war eine Libelle oder so. Irgendein Moskito oder so ein Shit. Richtig geil, der Melee Combat, ey. Gollum Challenge Cosplay. Wie legendär wäre dieser Eintrag? Weltrekord im Gollum Speedrun. Ja, irgendwie schon geil und erstrebenswert auch. Lass mich mal kurz denken. Also der kann ja nicht wichtig sein hier. Rain ist da, Leute. Oh, wow. Wie lang ist denn das Gollum-Spiel? In der Stunde. Aber alle Dialoge skippen, oder? Nur klettern, 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 klettern. Cutscene skip, klettern, klettern, klettern. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube, da kann man an... Also... Ich habe ja auch nur Gameplay gesehen, ich habe es nicht selber gespielt, aber es sah so aus, als wäre da möglich, als wäre es relativ simpel möglich, out of bounds zu gehen. Und man irgendwie, keine Ahnung, in 10 Minuten durch ist. Gollum, 5 Minuten Weltrekord, ja. Spiel starten, dann irgendwie so zweimal durch die Wand, irgendwo runterfallen und Endcredits geskippt, getriggert. 100 T3-Subs bei einer Runde Gollum, würde ich nicht machen. 100 T3 und ein Bier.
Dann ja. Bist du wahnsinnig, Gidono? Schöner Hack, muss ich sagen. Also ich fand, die letzten beiden Level waren irgendwie, oder letzten drei, wurden schon sehr böse schwer. Also sehr viele so Zweier-Gaps, die ekelhaft waren. Aber ja, gut zu spielen. Und die Widmung am Anfang natürlich OP. Von wann ist der? Müsste schon so zwei Jährchen her sein, ne?